Hallöchen zusammen, ich habe mal wieder etwas Feines im Supermarkt entdeckt. Kein Eis, wie man direkt sieht, sondern einen Quark. Und zwar den Ala-Protein-Quark hier in der Sorte Blaubeere. Beziehungsweise ich habe es gar nicht im Supermarkt gesehen, sondern ich habe es im Supermarkt gesehen, nachdem ich es im Prospekt gesehen habe. Das Licht ist hier mal wieder kacke, machen wir das so. Das Ding hier geht mit dem Trend mal wieder, ja, Proteine und sowas. Wir ernähren. Oh, es klingelt. Bin gleich wieder da. Wenn der Postbote zweimal klingelt, der hat gerade nur einmal geklingelt, aber der war es. Jedenfalls haben wir jetzt hier mit dem ganzen Trend von wegen, wir ernähren uns nur noch von Proteinen, Low Carb und alles ist nur noch fit. Ein weiteres Produkt von Ala, die ja mit Skyr damals schon so einen Hype ausgelöst haben, den ich persönlich nie verstanden habe. Und vermutlich auch nie verstehen werde, denn es war einfach nur Magerquark. Hier jetzt nun Ala Protein, 20 Gramm Protein pro Becher. Ein Becher da fast 200 Gramm, wie wir da oben sehen können. Mit da den Zutaten. Warum Frischkäsezubereitung? Das ist ja interessant, weil im Internet steht was anderes. Jedenfalls eine Frischkäsezubereitung mit 9% Fruchtzubereitung. Magerstufe im Milchanteil mit Süßungsmittel, Zutaten: Magermilch, Blaubeerpüree, 4,5%, also letztlich nur 4,5% Blaubeere und nicht 9%, denn die Zubereitung ist 9%. Traubensaft aus Fruchtsaftkonzentrat, 3,3 Stärke, natürliche Aroma, Stabilisatoren, Pektine und so weiter und so weiter. Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Das gilt bei einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise, klar. Das ganze folgende Nährwerte, denkt mal an die Nährwerte vom Magerquark, die werden euch bekannt vorkommen. Wir haben hier nämlich extrem wenig Fett auch, wie bei Magerquark. Kohlenhydrate 6,5, ein bisschen mehr. Magerquark hat so ungefähr 4. Hier ein bisschen mehr, weil wir haben ja Blaubeerzubereitung drin, keinen Zucker. Die Kohlenhydrate kommen hier von den Blaubeeren. Und wir haben 10,1 Gramm Eiweiß. Magerquark hat ungefähr 12. Pro Becher 142 Kalorien, 71 Kalorien pro 100 Gramm, also vergleichbar mit Magerquark und auch eigentlich mal wieder meiner Meinung nach Magerquark mit etwas Frucht, wie es damals auch Skyr war. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wo der Unterschied ist. Wahrscheinlich ist die Zubereitung einfach ein bisschen anders und schreiben einen Namen drauf. Man darf sich nicht immer von den Marketing- und Werbesachen irgendwie blenden lassen. Das ist ein fataler Fehler. Aber vielleicht schmeckt er ja. Das ganze Ding ist übrigens 88 Cent. Das war so eine Sonderaktion. Also der wird wohl im normalen Supermarkt zwischen 80 und 90 Cent kosten. Finde ich relativ teuer. Magerquark kriegt man für 80 Cent 500 Gramm. Hier 200 Gramm. Der Becher. Hier nicht wie bei Skyr zum Beispiel, dass man unten so eine Fruchtzubereitung hat und darüber dann den Skyr-Joghurt oder was auch immer das sein sollte, sondern hier ganz klar eher alles durchmischt, wie man auch an der Farbe sieht. Ganz klar muss man sagen, riecht das hier schon mal sehr nach Blaubeere. Das wird vermutlich auch am Aroma liegen. Was ich natürlich ein bisschen traurig finde, denn der Speicher war mal wieder voll. Ich muss noch ein nettes Foto machen. Ist natürlich traurig, dass wenn man auf ein Fitnessprodukt suggerieren möchte und damit Werbung machen möchte und dann aber Aromen liefert. Das ist immer so ein bisschen grenzwertig, ja. Aber gut, man kommt heutzutage eh noch kaum rum. Von daher lasst es uns einfach mal so sein, wie es ist. Ich probiere mal ein Löffelchen und bin gespannt. Dafür werde ich jetzt aber doch nochmal die Kamera hier ein bisschen umbauen, denn ich habe keinen Bock, dass mir das Ding hier gleich um die Ohren fliegt. Das ist der Quark, sieht aus wie Quark, riecht wie Quark, die Konsistenz, ja, wie Quark. Definitiv. Findet man so jetzt auch beim Rühren nichts, könnte man sich mal ein bisschen umrühren, weil sich oben immer so ein bisschen Wasser abscheidet. Konsistenz ist auch klar wie Quark, nicht wie Magerquark, der ist ein bisschen fester. Das hier ist eher so wie so 20%iger Quark, so von der Konsistenz ungefähr. Mal ein Löffelchen probieren. Ganz klar quarkige Note, definitiv. Eine intensive Säure, wie man sie vom Magerquark kennt, also man schmeckt es. Und auch dieses stumpfe Gefühl, was viele Leute beim Magerquark nicht mögen, ist hier ganz deutlich. Der Geschmack nach Blaubeere ist geringer als der Geruch nach Blaubeere. Also, man darf jetzt hier nicht sehr fruchtig erwarten, das ist es ganz klar nicht. Das hier ist ganz klar ein Magerquark mit einer Note von Blaubeere. Schmeckt soweit ganz gut. Wie gesagt, man muss aber den Geschmack von Magerquark mögen. Ganz deutlich magerquarkig.
gibt es auch in der Sorte Erdbeere und irgendwie Papaya und noch irgendwas. Und es gibt auch drei verschiedene Drinks jetzt von Ala mit Proteinaufschrift. Die wollen dann wirklich so mit diesem Fitness-Hype mitgehen. Ob man das, wie gesagt, braucht, sei mal dahingestellt. Das Ding hier ist, ja, kann man essen, schmeckt. Aber wie gesagt, ob man das wirklich braucht, weiß ich nicht. Ich meine, klar, wenn man sich keine Arbeit machen möchte, um sich selber so einen Quark anzumischen, dann ist das ganz praktisch, ne? Einfach in den Supermarkt gehen, sich kaufen und so weiter. Das ist alles ganz gut. Also von daher hat er seine Daseinsberechtigung. Man darf auch nicht unbedingt auf den Preis achten, weil das halt schon ein bisschen hochpreisiger ist, dafür, dass es letztlich nur Magerquark ist. Aber praktisch ist es aber irgendwie nichts Besonderes. Also es ist Magerquark, wie man ihn kennt. Es schmeckt original wie Magerquark, wo ich einfach ein bisschen Blaubeer reinpüriert habe. Das kann ich zu Hause genauso selber machen. Das ist nichts Besonderes. Gut ist, dass mit Stevia gesüßt ist. Viele Leute glauben ja, dass andere Süßmittel alle tödlich sind, Schwachsinn. Stevia wird übrigens auch mit Chemikalien aus der natürlichen Pflanze rausextrahiert. Habt ihr schon mal daran gedacht? Nein, natürlich nicht. Viele tun das eben nicht, sondern die nehmen halt unreflektiert irgendwelche Meinungen, die man irgendwo mal liest, dann für sich auf und ja, nehmen das dann als allumfassende Wahrheit, von wegen irgendwelche Aspartam ist krebserregend und hier und da. Nein, 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 das muss nicht unbedingt sein. Man muss immer gucken, wer die Studie sagt und wer die Studie gemacht hat und so weiter und so weiter. Wie auch immer, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ist aber letztlich Magerquark mit ein bisschen Frucht, nichts Besonderes. Und irgendwie, dass hier wieder suggeriert wird, das ist jetzt neues Fitnessfood oder neu und Protein und hier und da. Wir hätten auch genauso Magerquark mit ein bisschen Blaubeere draufschreiben können. Probiert es gerne mal aus, schreibt mir was in den Kommentare und habt noch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao.